Ich glaube, ihr seht schon, heute ist alles etwas anders als sonst. Tadadada! Eine neue Klokabine. Auf Klo wird größer und geiler und besser. Und noch mehr Platz für coole Gästinnen. Bleibt auf jeden Fall da dran, dann werdet ihr alle großen Veränderungen mitbekommen. Eine verrate ich aber, uns gibt es jetzt auch auf TikTok. Da solltet ihr uns auf jeden Fall folgen. Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe seit Wochen einen und denselben Ohrwurm. Meine ganze For You-Page ist voll damit auf TikTok. Was soll ich sagen? Es ist dieser Song. Was ist so falsch dran, dass ich eine Frau liebe? Und zwar, wer den Song geschrieben hat, bist du, Bex. Und um wen es quasi geht, bist du, Daphne. Schön, dass ihr bei mir zu Gast seid. Danke. Als Bex, du den Song online gestellt habt, habt ihr da wahrscheinlich auch so drüber gesprochen und irgendwann hat es wahrscheinlich so Klick gemacht und ihr wusstet, das Teil geht viral. Wie hat sich das für dich angefühlt und wie war das so? Also ich habe den Song gepostet und habe mir eigentlich nicht viel bei gedacht. Ich dachte mir so, ja, ist fun. Ich habe den halt mitten in der Nacht einfach geschrieben und das Ganze gemacht. Dann habe ich das hochgeladen und sie meinte schon so, ja, das ist schon nice, es geht auf jeden Fall viral. Ja. Als Person wie ich, die jetzt so denken könnte, ich weiß alles über euch, nur weil ich euch schon mal auf TikTok gesehen habe, weiß ich einiges über eure Beziehung. Wir checken kurz ab, ob ich das alles richtig verstanden habe, ja? Also, ihr habt euch auf TikTok kennengelernt, so friendship-mäßig. Damals warst du, Daphne, noch in der Beziehung mit einem Typen. Ja. Right? Okay. Und was da genau danach passiert ist und auch wie ihr euch damit fühlt, das ist das Thema von heute. Die große Liebe über TikTok finden. Bex und Daphne ist das tatsächlich passiert. Also eigentlich war das ein Riesenzufall, dass wir überhaupt auf der For You-Page voneinander gelandet sind. Während Bex sich ursprünglich als Schauspielerin auf TikTok austobte, klärte Daphne über Feminismus-Themen auf. Nach einigen gemeinsamen Livestreams ging alles ganz schön schnell. Die beiden wurden ein Paar. Doch eine öffentliche Beziehung zu führen, ist nicht immer leicht. Von abfälligen Kommentaren bis hin zur Einmischung in private Familienangelegenheiten, das ist den beiden alles schon passiert. Aber jetzt wisst ihr, wie wir damit umgehen sollen. Daphne, Bex, was gibt es im Real Life, was es in den sozialen Medien nicht gibt? Erstmal, um euch aber schnell kennenzulernen, machen wir ein Wer würde er? Seid ihr bereit? Ja. Erste Frage, wer würde er um 4 Uhr morgens aufstehen, um ein TikTok-Video zu drehen? Ja, definitiv. Das hat sie echt sehr oft schon gemacht. Ist schon für lange Videos, also die so echt lang gebraucht haben. Schreibe ich da mitten in der Nacht. Aber nur, weil ich nicht schlafen konnte. Okay, aber seid euch einig immerhin. Zweite Frage. Wer würde eher ein übertrieben romantisches oder kitschiges Date organisieren? So, die will daheim chillen und einfach nur Serien gucken. Und ich bin so, komm, wir machen das und das. Das stimmt. Nein, nein. Das Ding, wir sind ja in Corona-Zeiten zusammengekommen. Ja. Wir hatten nicht wirklich die Möglichkeit, das zu machen. Und jetzt erst kommt das so, dass wir rausgehen. Ja, aber du magst auch zu Hause zu liegen. Ja, natürlich. Natürlich mag das. Ich liebe es. Aber ich meine, ich glaube, ich wäre mehr so diejenige, die das so, so planen würde. So ein richtiges Date. Ja. So. Okay, nächste Frage. Wer würde eher sich komplett von Social Media verabschieden? Ich glaube ich. Ja, ich glaube ich. Nächste Frage. Wer würde eher ein ein Tattoo mit dem Namen der anderen stechen lassen? Sie würde nicht meinen Namen stechen lassen. Ich schon. Du hast Tattoos zwar für mich, aber ich habe. Hast du? Ja, das ist mein Gesicht. Das ist mein Gesicht. Fucking way. Wie cool ist das? Oder? Dann wäre ich ja wohl eher diejenige, die deinen Namen. Nein, aber ich würde es auch machen. Du hast gesagt, du würdest aber wer wir vom Prinzip ausgehen. Ja, okay. Boah, ja, und alles so voll ausgerastet. Ich habe das ja gepostet mit dem Tattoo und so. Und alle so, ja, was ist, wenn ihr Schluss machen? Wie so, Alter, warum geht die dann ist eine schöne Frau auf ihrer Hand. Stimmt, ja. Ihr habt euch auf TikTok kennengelernt, wie gesagt. Und Daphne, wie war das für dich, zu merken, dass du auch auf Frauen stehst? Also tatsächlich wusste ich schon mein ganzes Leben lang, dass ich auch auf Frauen stehe. Ich habe mir halt nur nie Gedanken darüber gemacht, weil ich sag mal so, in meinem Umfeld hat man nie über wirklich darüber geredet, mit Frauen zusammen zu sein als Frau. Und dann habe ich halt Bex mal so gesehen auf TikTok und ich so, upsi, ja, schöne Frau. Ich weiß noch, also es war so ein Transition-Video von ihr, so, wo sie so einen Anzug anhatte und ich so, und habe ich auch kommentiert direkt, ne? Ich bin dann live gegangen, irgendwie einen Tag später oder so, und sie ist in meinen Livestream reingekommen. Und da war ich komplett ungeschminkt und alles. Und ich hatte nur so einen knallroten Lippenstift an und mit so fettigen Haaren, weil ich zeige mich halt von allen Ecken und Kanten. Also ja, aber ich finde das voll schön. Moment, das bedeutet, die erste Interaktion zwischen euch beiden war ein Kommentar in deinem Livestream. Ja. Ja. Und dann hat sie mich danach angeschrieben auf Instagram. Ja, mit den Worten, marry me, please. Wow, wie bold bist du denn bitte? Entschuldigung. Oh Gott, ich so direkt, shoot your shot, Alter. Und ja, dann habe ich halt irgendwann
Mein Freund verlässt mein Ex. Bex, wie war so die Zeit für dich und welche Rolle hat TikTok so in eurer Beziehung gerade am Anfang gespielt? Wir waren nicht direkt zusammen, also ist ja klar, wir haben uns erstmal kennengelernt, aber als das so anfing, ging das mit den Leuten halt schon ziemlich ab. Also wir sind zusammen live gegangen, haben kommentiert ja unter den Posts und die Leute haben alle mitgefiebert. Die meinten so, wenn die nicht zusammenkommen. Und dann haben die auch die ganze Zeit geschrieben, küsst euch endlich. Hat euch das Druck gemacht, dass so viele Leute sagen, boah, oh mein Gott, ihr müsst zusammenkommen und jetzt küsst euch doch mal. Ich glaube, bei dir schon, gell? Ja, schon. Also bei mir auf jeden Fall, weil ich bin da frisch aus meiner Beziehung rausgekommen und allgemein haben Leute schon so ein komisches Bild von mir gehabt, so dass es so schnell geht mit einer anderen und so. Und das war für mich schon voll der Druck, weil die halt, weil ich wollte es wirklich langsam angehen. Und ich habe ihr auch gesagt so, ja, bitte nimm es mir nicht übel, dass ich meine Zeit brauche. Und sie so, ja, ich würde auch noch ein Jahr auf dich warten. Ich habe gesagt, wenn du ready bist, bitte. Ja. Ich warte. Und alle haben gesagt, Daphne, du brichst ihr Herz und so. Ich so, nein. So. Die haben auch so in den Lives halt so wirklich geschrieben, so, dass sie uns verarschen würden gegenseitig. Ja. Und so, Bex verarscht dich, du verarscht Daphne, das ist nur für Fame. Und wir waren einmal live und zusammen halt, sie bei sich, ich bei mir. Und dann waren wir zusammen live halt. Und dann haben die Leute haben dann wieder so reingespammt, so Sachen. Und dann habe ich halt so gesagt, ja, do you wanna be my girlfriend? Also so, weil das ist halt einfach rausgerutscht. Habe ich dann so gefragt und ich so, oh fuck, Alter. Und die Leute haben reingeschrieben, nein, Bex Riekenkorb, weil sie hat nichts gesagt. Und ich so, nein, Leute. Genau. Und ich meinte so, nein, Leute, nimmt das nicht so ernst. Das war einfach nur so gesagt, so die ganze Zeit. Und ich wusste aber, dass sie halt erst Zeit braucht. Und mir ist das halt rausgerutscht. Und dann ist sie offline gegangen, ich auch. Und wir dann zusammen, wir haben so telefoniert. Ich so, ja, alles gut. Ich so, ja, alles gut. Das war eigentlich alles. Als ich so Menschen gedatet habe, noch gar nicht wusste, ob das was läuft, oh mein Gott, ich hätte mich niemals getraut, was zu posten. So bist das nicht mit meiner Freundin schon so bombenfest und ich weiß, wir kriegen Kinder zusammen und so, habe ich mich überhaupt nicht getraut, irgendwas dazu zu posten, obwohl es niemanden juckt so bei mir. Und trotzdem habe ich voll die Angst davor, weil man sich so verletzlich macht. Ja. Kennt ihr das Gefühl? Ja. Dadurch, dass wir so krass ineinander verliebt waren, also sind. Es hat sowieso schon jeder mitbekommen, durch Kommentare, durch Livestreams und was weiß ich was. Und da würde das keinen Sinn machen, das irgendwie jetzt geheim zu halten. Wie wäre euer Kennenlernen gewesen und auch dann dieser Moment, dass ihr zusammenkommt, wäre nicht dieser ganze Druck von Kommentaren und Menschen und TikTok und so gewesen? Wäre das irgendwie anders? Wow. Ja, bestimmt. Ja. Das wäre safe anders. Unsere ganze Beziehung wäre anders wahrscheinlich. Aber sie meinte, würde sie mich draußen so sehen, hätte sie nie die Eier, mich anzusprechen. Das stimmt gar nicht. Das sagst du voll auf. Jetzt würde ich mich trauen, weil jetzt bin ich halt auch confident in dem, dass ich halt... Aber wir reden ja von damals, deswegen hätten wir uns kennengelernt. Ja, verstehe. Und hättest du das gehabt? Ja. Ja, krass. Ich hätte sie angesprochen. Ja. Hey, guck sie mal, hat ja auch mehr Erfahrungen mit Frauen. So. Ich sie ist meine erste Freundin. So. Ja, voll. Ja. Wir haben unsere Community auf Instagram letztens gefragt, wer für sie so der Inbegriff von Couple Goals ist. Und euer Name ist sehr oft gefallen. Was haltet ihr von diesem Label und dass ihr so genannt werdet? Man kann Menschen nicht als Couple Goals labeln, wenn man die Menschen nicht kennt, privat. So, es ist natürlich klar, dass wir unsere privaten Probleme, die wir als Paar haben, die jeder Mensch als Paar hat, nicht teilen, weil es geht doch niemanden an. Genau heute. Ich habe eben was gepostet, aber auch jemand, streitet ihr euch eigentlich auch mal? Und da hat sie auch geschrieben, ja, wir streiten unsere Streitphase ist jeden Tag so. Ja. Aber halt, da habe ich halt dazu noch geschrieben, ja, das sind 2 Minuten, dann beruhigen wir uns wieder, das ist alles gut. Dann. Ja, also ich versuche wirklich transparent zu bleiben. Ich war auch schon mal live und habe einfach wirklich nur über dieses Thema geredet und habe gesagt, Leute, bitte hört auf, immer zu sagen, wenn die sich trennen, dann glaube ich nicht mehr an Liebe, weil wenn ihr uns privat kennen würdet, dann würdet ihr euch vielleicht denken, das ist vielleicht gar nicht so toll, wie wir dachten, so nur weil wir das Tolle teilen eben. Und dann würden andere halt eben sagen, ja, wenn das uns nichts angeht, dann gehen aber eure glücklichen Momente uns auch nichts an, wieso teilt ihr die? So, und wo ich mir so denke, nee, so ist ja klar, natürlich teilen wir das. Bekommt ihr Kommentare, die so Teile eurer Beziehung kritisieren und so bewerten? Wenn ich live bin und mir geht's nicht gut, dann gehen Leute in ihren Livestream und wir sind in meine DMs. Live, in ihre DMs, so, ja, kümmere dich um deine Freundin an. Und deine Freundin weint. Die kommentieren bei mir unter meinem Instagram, deine Freundin weint. Und ich denke so, okay, erstens. Kannst du mir entweder das auch als DM schreiben, vielleicht kriege ich es ja wirklich nicht mit, aber das ist meine Freundin, natürlich weiß ich, was sie macht und wie es ihr geht, so, weißt du? Und wenn wir dann mal so unsere Boundaries setzen, wenn jetzt irgendwas angeht, dann heißt es, ja, ihr seid Person des öffentlichen Lebens, ihr müsst damit rechnen, dass das und das kommt. Ich denke mir so, warum? So, wir können doch sagen, wenn uns was nicht gefällt. Ich bin halt ein Mensch, ich setze wirklich meine Grenzen und Leute sehen mich deswegen als einen sehr bösen Menschen und ich denke mir halt, ihr seid in echt genauso, ihr setzt in echt auch Menschen für Menschen eure Grenzen und nur weil ich das öffentlich mache und mir nicht alles erlauben lasse, weil ich öffentlich bin, bin ich nicht ein schlechterer Mensch dadurch. Ich gehe voll mit euch mit, dass das weird ist und ich kann es auch selber nicht ganz nachvollziehen, wie man sich das Recht rausnehmen kann, aber um sich jetzt mal so ein bisschen mehr in die Leute hineinzuversetzen,
könnt ihr irgendwie sozusagen schon verstehen, warum Menschen halt denken, sie dürften Teil von eurer Beziehung sein. Ja. Ich glaube, wenn man das selber nicht, also ich selber war auch so, bevor ich im öffentlichen Leben stand, habe ich immer gesagt, ja, sind halt Celebrities und so müssen halt damit klarkommen und keine Ahnung. Oder ja, hab viele Sachen nicht verstanden, warum die so sind und was weiß ich. Und sobald man wirklich in den Schuhen steckt, weiß man, wie das ist. Wie hat sich eure Beziehung zu TikTok verändert, seitdem ihr zusammen seid? Bei uns beiden, wir teilen allgemein weniger einfach. Wir haben einfach wirlos gepostet eigentlich. Weil das aber Teil von eurem Leben oder Hobby und so ist? Ja, ja, Hobby. Ja. Also, wir haben halt einfach so auch in unserer Freizeit Videos gedreht. Aber dann kam eine Phase, ich glaube so nach 2 Monaten war das, dass wir so gesagt haben, wir legen jetzt mal unsere Handys weg und genießen unsere Zeit. Und dann haben wir, es ist wirklich auch passiert, dass wir gemerkt haben, es ist besser, wenn wir einfach posten, wenn wir Bock haben und nicht zwingend Videos planen und voll den Aufwand. Wir sind wirklich jeden Tag live gegangen, wenn wir beieinander waren. Und jetzt nehmen wir halt einfach unsere Zeit, um unsere Beziehung so zu pflegen. Ich finde es auch, gerade voll spannend, dass ihr sagt, früher habt ihr einfach mega viel Zeit zu zweit auf dieser App verbracht und dann habt ihr gedacht, okay, warte, wir müssen kurz mal so in Real Life so zusammen abhängen und uns so kennenlernen. Was würdet ihr abschließend sagen, kann einem eine reale, analoge Beziehung geben, was einem eine TikTok-Couple-Goals-Beziehung nicht geben kann? Ziemlich alles. Ja. Also diese ganze private Zeit, die wir miteinander haben, die dokumentieren wir jetzt nicht auf TikTok. Das, was uns TikTok gibt, ist vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber die brauchen wir ja nicht eigentlich. Eben, ja, genau. Möglichkeiten, aber... Also um zusammen zu sein, bräuchten wir ja TikTok nicht. So. Ja. Es ist eigentlich voll leicht abzukürzen. Glaubt nicht alles, was ihr online seht. Und das bedeutet nicht, dass ihr als Menschen fake seid, sondern dass Menschen online eben nur jeden Tag ein paar Sekunden aus eurer Beziehung oder von eurem Leben sehen können. Und das ist nur so ein kleines Müh von dem, auf was ihr halt Bock habt. So, vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Danke auch. Mega cool. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr so zum Thema Couple Goals steht und ob ihr Dinge von eurer Beziehung online teilt oder eher gar nicht. Und klickt doch sehr gerne mal auf dieses Video von Follow Me Reports, nämlich zum Thema Altersunterschied in der Beziehung. Bis dann. Tschüssi.